In ganz genau einem halben Jahr, in ganz genau 6 Monaten um diese Uhrzeit stehen wir hoffentlich genauso gebannt, wie ihr jetzt hier nach oben blickt, vorm Fernseher, vor Monitoren und schauen auf die ersten Hochrechnungen zur Landtagswahl. Und wir werden wissen, ob Sachsen dann eine Zukunft hat, die weltoffener, ökologischer, gerechter sein kann, als es die Gegenwart ist. Und heute und in den bevorstehenden 6 Monaten haben wir selbst in der Hand zu beeinflussen, die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler im Positiven hin zu diesen Zielen, die hinter mir stehen. Und dieser Parteitag ist der Auftakt in diesen Wahlkampf. Liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zur 50. Landesversammlung in Chemnitz, eine Jubiläums-LDK sozusagen. Und wir starten mit Inhalten vor Personal, und das ist auch was Besonderes heutzutage, anders als andere. Und wir legen als erste Partei ein Programm für die Wählerinnen und Wähler in Sachsen vor an diesem Wochenende. Unsere Vision für Sachsen. Ein Programm von euch, von den Mitgliedern und ein Programm der Landesarbeitsgemeinschaften und letztlich des ehrlichen Ringens dort, und das haben wir an vielen Stellen verfolgt und an vielen Stellen selber teilweise leidlich erlebt, dieses ehrliche Ringen um die besten Antworten für Sachsen. Und darum treten auch die Menschen bei uns ein, um mitzumachen, weil sie selbst gestalten wollen und auch können. Deshalb ist es kein Politikprofessorenprogramm, wie es uns andere hier auch vorlegen wollen. Das brauchen wir nicht. Und dafür vorneweg ein Riesendank an euch alle, die ihr da mitgemacht habt, die ihr an diesem Programmentwurf mitgewirkt habt und auch an den 270 Änderungsanträgen, die wir in den letzten Wochen in der Antragskommission mit euch verhandeln durften. Vielen Dank an euch. Und mit dem Programmprozess haben wir vor über einem Jahr begonnen und ungezählte Sitzungen, Pads im grünen Netz und ungezählte Telefonkonferenzen haben sich damit beschäftigt. Und morgen nun der Abschluss hier in Chemnitz. Da steckt jede Menge Geist, jede Menge Ideen und jede Menge Energie von euch drin. Und das Wichtige ist, dass wir das in den nächsten 6 Monaten auch zu den Wählerinnen und Wählern und auf die Straße bringen, liebe Freundinnen und Freunde. Dieses Programm ist das alles und noch viel mehr. Und das ist nicht nur ein Angebot an die Menschen, sondern das muss auch unser Anspruch sein. Und deshalb auf in diesen Programmparteitag, auf in den Wahlkampf für ein weltoffenes, ökologisches und gerechtes Sachsen, liebe Freundinnen und Freunde. Und bevor wir richtig starten, darf ich traditionsgerecht die Vorsitzende des Kreisverbandes Chemnitz nach vorn bitten, Susanne Meder, die ein Grußwort an die Versammlung richten wird. Liebe Susanne, bitteschön.